Hallo liebe Freunde der Familienzeit und der Freuzeit und willkommen in Skagen. Ja, wir sind mit der AIDA Nova hier heute angeankert und was wir jetzt heute alles erleben, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Karten werden wieder eingesammelt und es geht an Land. Skagen! Oh. Morgen. Guck mal, der ist aber auch schön. Der Plan. Oh ja, es gab gerade einen Gratis-Plan. Shuttlebus steht da was, Walk to Town. Also zu der Kirche waren es 2 Kilometer, habe ich geschaut, Google Maps. Und wir wollen ja nach Grenen. Also zum The Sandstorm. Da ist der Sandwurm. Der Sandwurm, nicht Sturmwurm. Ja, ich habe gesagt, wir schauen mal nach einem Taxi. Oder was? Es gab, ja. Es sind 4 Kilometer zum Sandwurm. Ja. Wir haben jetzt das Cruise Terminal verlassen und gehen einfach mal davor in diese Richtung. Da gibt es Bus und auch Taxi hoffentlich. Das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ja, es ist doch ein bisschen frisch. Ja. Skagen lebt größtenteils vom Fischfang. Das merkt man hier auch. Das ist so ein halber kleiner Fischindustriehafen hier. Ja. Und da hinten, da beginnt jetzt vermutlich die Stadt. Wir haben uns schon gefreut. Es ist ja kurz vor Halloween, so noch ein paar Wochen. Da haben wir gedacht, Kürbisse, Kürbisse. Nein, aber das sind Bojen. Keine Kürbisse. Und guck, und das war dann eine Wasserform. Genau. Mhm. Aber das ist auf dem Kopf, das ist einfach umgedreht. Themis Fiskerie. Ja, bestätigt wieder meine Aussage. Hier dreht sich alles um den Fisch. Cruise to City, immer den Schildern hinterher. Da, Cruise City. Wobei Cruise City heißt doch. Ja,
hier geht's zum. Ja. So. Gut, ich laufe alle davor. Ich laufe jetzt einfach mal der Menge hinterher. Ja, also wir sind jetzt ganz gemütliche 10 Minuten, wenn überhaupt, gelaufen. Aber wirklich sehr gemütlich. Mit viel Bilder und Video aufnehmen. Und jetzt sieht es hier schon ein bisschen mehr nach, ja, Zentrum mag ich jetzt nicht sagen, aber nach bewohnbarem Territorium aus. Also von daher könnt ihr da auf jeden Fall laufen. Ui. Genau, also zum Sandwurm wären es 4 Kilometer zu Fuß, ist doch ein bisschen viel. Dann gibt es ja noch eine Kirche in der Nähe, das wären 2 Kilometer. Also man kann sich auch zu Fuß bewegen. Und wir suchen jetzt einen Bus oder ein Taxi zum Sandwurm. Mensch. Eine Möwe. Toiletten gibt es hier gerade keine. Toiletten gibt es vielleicht irgendwo da vorne. Na, guck mal, hier ist jetzt eine Information. Da vorne. Ah, das sind diese Heu. Self-Service. So, und davor wollen wir. Ja, wollen wir das machen? Ja, wir können gucken. So, dann gehen wir mal darüber. Mal 4 Kilometer mit dem Fahrrad. Ich habe gerade gesehen, dass man da Fahrräder ausleihen kann. Und auch so ein Kinderanhänger. 50. Ja. Da kann man Bike Rental. Gucken wir mal. Vielleicht besser wie Taxi. Jetzt mal den hier in grün. So. Sieht gut aus. So, Helm sitzt. Eine 2 suchen jetzt noch den passenden Helm. Wir haben jetzt ein Fahrrad hier. Ein Fahrrad und ein so ein Teil. Ich habe schon den Namen schon wieder vergessen, aber ich blende euch jetzt gleich ein, wie es heißt. Und das Ganze hat umgerechnet mit Karte bezahlt. Ihr könnt auch in dänischen Kronen bezahlen und in Euro 39 Euro für den ganzen Tag und bis 4 Uhr ist auf. Ja, dann fahren wir nicht Taxi, sondern Fahrrad heute. Wow, der sieht ja cool aus. Oh, super. Passend den Helm gefunden? Super. Jetzt geht's gleich los. Cool. Was wir alles erleben hier. Das ist ja cool. So, laut Google Maps sind es jetzt 3,7 Kilometer zum Sandwurm-Hike-Platz. Mama kann fahren, du weißt doch. Los geht's! Fahrst du vor? Ja. Hast du Navi? Ja. Links abbiegen. Ja, wir sind mit dem Radl da und alle. Ja,
wir sind mit dem Radl da. Ja, wir sind mit dem Radl da. Ja, Mensch, hätte ich gewusst, dass wir Fahrrad fahren, hätte ich einen Brustgurt oder einen Helmgurt mitgenommen. Ja, so halt nicht. Ich glaube, die Mama, die überholt mich gleich, die fährt so schnell. Und es macht jetzt sogar mir Spaß. Wir waren auch schon mit dem Fahrrad in Venedig, also vom Campingplatz nach Venedig. Ja, und jetzt fahren wir halt noch in Dänemark, in Skagen mit dem Fahrrad. Ja, und Skagen hier, liebe Freunde der Familienzeit und der Freudzeit, ich bin euer Tourguide heute, ist das die Stadt der gelben Häuschen. Sieht man ja schon hier. Ne? Und ihr seht, zu eurer Rechten seht ihr, ja, wir überholen die Menschen. Zu eurer Rechten seht ihr Gras und Schiffe und zu eurer Linken die gelben Häuschen. Jetzt überholen die mich. Ich glaube, die spinnen. Tudut. Ja, die Mama, die hat ein Tempo drauf. Jetzt ist die Aussicht noch schöner, wenn ich zwei so schöne Menschen vor mir habe. Also ich muss noch mal erwähnen, wir haben hier nichts geplant. Eigentlich wollten wir Taxi fahren. Ja, jetzt fahren wir Fahrrad. Auch eine gute Idee. Mama, wann sind wir da? Mir tut der Popo weh. Noch kurz. Oh. Auf wie gut's. Oh, oh, der Leuchtturm da vorne. Ich sehe schon den Leuchtturm. Oh. Ach, und das ist die Wanderdüne wahrscheinlich, weil die wandern alle da. Versteht ihr? Die Wanderdüne. Oh, bei mir gab es Klauen zum Frühstück. Oh. Ja? Genau. Ja, über die Straße. Ja. Ich guck mal. Da wird es doch ein bisschen sehr steil. Doch die andere. Okay. Zurück. Ja, was mich jetzt gerade ein bisschen wundert, während wir schon unterwegs sind, die wollten keine Kaution und auch keinen Ausweis oder was für die Räder. Vielleicht haben die da einen GPS-Chip eingebaut oder so, dass sie die wieder finden, weil es gibt ja genug Chaoten wahrscheinlich, die das Fahrrad einfach irgendwo dann hinstellen, vielleicht sogar im Hafen oder so.
Ja, ich bin gerade nur am Grinsen. Das macht mir jetzt so viel Spaß. Hey. Und das ist halt Urlaub, das ist Leben. Einfach mal auch spontan sein. Sonst plane ich immer alles bis ins i-Tüpfelchen. Ja, und jetzt lassen wir uns einfach mal treiben und gucken, was wir machen. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir Fahrrad fahren heute. Zum Glück ist das Wetter einigermaßen gut. Da halten wir auf dem Rückweg dann, okay? Ja. Ah ja, und da ist der Fahrradparkplatz. The northern tip of Dänemark, der nördlichste Punkt von Dänemark, außer Grönland. So, Mami, soll ich einfach mal nach hinten fahren, oder? So. So, habt ihr ganz toll gemacht. Gefühlt, wie lang sind wir gefahren? 25 Minuten. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber ich denke... Ich glaube, es war so kurz vor 10. Viertelstunde, 20 Minuten. Und wie ist das Fahren mit dem Fahrrad? Ja, es ist ein bisschen anstrengend, weil der Lenker ist sein Korb vorne. Das heißt, wenn er in die Bewegung geht, muss man es halt ausbalancieren. Gut, und jetzt gucken wir mal. Da ist er ja, da drüben steht er schon. So, das sind Doren. 467. Und da kann man abschließen, das Fahrrad. Ah, jetzt. Hä? Nee, wie hast du es gemacht? Ich kann ihn nach unten drücken, aber dann passiert den Schlüssel nicht. Fahrräder sind abgeschlossen, das war ein bisschen schwierig. Und jetzt gucken wir mal. Es ist noch nicht so viel los, von daher haben wir noch Glück. Also Karten für den Sandwurm könnt ihr entweder mit Bargeld kaufen, das geht dann in Euro, haben wir extra gefragt, und in dänischen Kronen. Bar dann vorne direkt beim Wagen oder hier am Ticketautomat. Da kommt er. Ja, ist ein anderer. Hier? Hallo. Ui, das wackelt ganz schön, ne? Thank you.
hat mir jemand gesagt. Eigentlich kann man dann da auch noch den einen Fuß in die Nordsee und den anderen in die Ostsee machen. Es ist doch ein bisschen kalt. Von daher lasse ich die Schuhe und die Socken lieber an. Oder wir. Aber vielleicht kommen wir hier mal wieder hin und dann machen wir das auf alle Fälle. Ne? Jetzt geht's wieder zurück mit dem Sandwurm. Also zurück geht es jetzt wieder mehr oder weniger den gleichen Weg. Das filme ich jetzt nicht mehr, das genieße ich jetzt noch ein bisschen und wir sehen uns dann gleich wieder bei den Fahrrädern. Ja, und auch wieder alles richtig gemacht. Wir haben jetzt 11:30, so langsam fühlt sich hier natürlich alles. Wir gehen einfach immer früh los, früh vom Schiff, also bis jetzt zumindest. Und damit fährt man meistens besser, wie mittags dann zu gehen. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier zum Shoppen und zum Essen finden vielleicht. Zeig mal eure Souvenirs, ihr zwei. Geht mal noch einen Schritt vor und dann. Cool. So. Was hat die Mama gekauft? Mami hat zwei Paar norwegisch-dänische, das gibt sich nichts, Socken gekauft. Und das sind halt nicht einfach nur Socken, sondern die sind halt, ihr seht es hier vorne, komplett ausgeblümt, quasi. Lass mich mal fühlen. Und sie haben eine Anti-Rutschsohle, die sind für den Winter und zu Energiesparzeiten einfach perfekt, genau. Und bei zwei Paar habe ich 4 € gespart, deswegen habe ich natürlich 2 Paar gekauft. Genau, und jetzt zeigt der Elias mal sein Schwert. Cool. Oi. Und noch das grüne Tier. Ich habe übrigens, das habe ich gerade gesehen, die gleichen. Einmal in rosa und einmal in pink. So wie ich es gerne. Und insgesamt knapp 24 € umgerechnet. 23,94 €. Los geht's vor allem. Kommst du da vorne überhaupt raus? Ja, ich glaube nicht, dass du da durchkommst. Die haben halt ihre Fahrräder da auch echt toll hingestellt, die zwei. Aidianer. Ja, ah ne, sind gar keine Aida-Fahrräder. Super. Dankeschön. Seid ihr bereit? Ja. Und los geht's. Hui, die Mama, die macht das ja gut, ha? Aber sein Fahrrad will einfach nicht. Also bei mir ging es ganz einfach. In den Leuchtturm. Müssen wir mal gleich schauen. Guck mal, da Menschen oben sind. Ja, da ist eine oben. Dann bestimmt. Super. Danke, Mami. Also es geht ganz einfach, aber die hängen halt ein bisschen, die Fahrräder. Oh, ja. Komm, dann steig auf. Thank you.
der ist ganz schön hoch, der kleine hier. Ja, wir gucken mal. Wer nicht guckt, der weiß es nicht, sage ich immer. Aber bestimmt wird der Eintritt kosten. Alles andere würde mich überraschen. Welcome to the Grey Lighthouse. Hier drücken für die Buchung auf Deutsch. Oh ja, dann drücken wir halt mal. Gucken mal. Guck mal. Familienkarte. Zwei Erwachsene. Oh, wir gucken jetzt mal Karte. Oh, zwei Erwachsene. 200. Wenn man es einzeln bucht. Und die Familienkarte kostet auch 200, also macht keinen Unterschied. So, jetzt rechnen wir mal schnell um. Dann mach mal Platz. Mach mal Platz. So, also wir haben mal umgerechnet. 26,89 Euro wird uns das kosten, um auf dem Leuchtturm zu gehen. Wir schauen dann lieber von unten, glaube ich. Ja, pünktlich wie die Maurer. Kriegt mal Hunger. Aber ein bisschen was haben wir noch. Welcome to the Grey Lighthouse. Ja, für 27 Euro können Sie mir gerne Hallo sagen, aber das ist es mir dann nicht wert. Weil die haben bestimmt auch keinen Lift, da musst du bestimmt hochfahren. Laufen. Ja, natürlich, habe ich das gesehen. Mit deinen Füßen rechts und dann links. Ne, falsch rum, du hast erst links genommen, das ist falsch. Achtung, bleib mal stehen. Ja, kann man stundenlange Strandspaziergänge machen hier. Renn auf meinen Arm, renn auf meinen Arm. Ah, und guck mal da vorne, sieht man da das Sandwurm. Guck mal da vorne. Oh ja, da ist der Sandwurm und die Spitze, da waren wir vorhin. Nochmal. Essen. Fang auf. Papa. Papa. Ja. Nach unserem Besuch oder Anschauen im Leuchtturm, rein sind wir ja nicht gegangen, war uns zu teuer, fahren wir mit dem Fahrrad jetzt wieder zurück Richtung City, diesmal ohne Kamera. Wir sehen uns gleich in der City. So, jetzt filme ich doch nochmal hier. Ist viel unterwegs gerade zu Fuß. Zum Fahrradfahren dann ein bisschen schwierig. Die Mama, die hat's gut, die kann nicht umkippen. So wie ich, die hat ja drei Räder. Ja. Aber dafür ist sie schwerer wie ich.
Ah, Cycler Zielstadt heißt absteigen. Genau, also vermute ich mal, sie macht es jetzt so. Ne? Also vermutlich okay. Fahrradfahrer absteigen. War mal so. War mal so. Ach, oh, sorry. Dankeschön. Irgendwo rechts. So, und zu Fuß mit dem Fahrrad schieben durch die Fußgängerzone. Hier gibt es ja überall alte Schienen. Da ist mal ein Zug gefahren oder fährt vielleicht noch, aber sieht nicht so aus. So, oh, hier gibt es jetzt nur jede Menge Geschäfte. Wenn es irgendwas ganz Besonderes gibt, dann filme ich euch das noch. Ansonsten schiebe ich jetzt einfach lieber noch ein bisschen das Fahrrad durch die Gegend, weil mit einer Hand ist das blöde. Hier ist ein schöner Brunnen noch. Und da ein Asia- und Sushi-Restaurant. Ist ja auch immer wichtig für uns Sushi-Nasen. Probier mal auch noch auf der AIDA. Und weiter geht's über die Pflastersteine. Fahrrad schieben. Und ein Lego-Laden. Oder halt zumindest kann man da das kaufen. Kommt ja aus Dänemark. Für die, die es nicht wissen, jetzt wisst das. Sieht auch interessant aus. Ah, da gibt es noch mehr, das ist eine Galerie. Galerie Wolfsen. Oh, das sind jetzt die AIDA-Fahrräder. Sieht nach geführter Tour aus. Ja? Wir machen das auf eigene Faust. Ui. Der. Ah ja, Glück. Ui. Oh ja, der baggert da. Der meißelt da. So, wir sind jetzt in einer Nebenstraße und auch hier der Beweis: überall gelbe Häuschen. Oh, guck mal, der ist weiß. Sonderwurst. Ui. Oh, jetzt geht's nochmal ein Stück Schotterpiste. Ja, mein Akku ist fast leer, den muss ich auch gleich mal noch tauschen. Von daher mache ich jetzt ein bisschen stromsparend. Den Berg hoch. Und jetzt geht's runter. Das Ziel zu sein. So, das ist bzw. war sie jetzt, die versandenen Kirchen. Ja, ist eine Kirchenruine. Meine zwei haben sich unterwegs ausgeklingt, weil es war dann wirklich sehr steil. Ich habe sie auch ein bisschen gefilmt. Also mit dem Fahrrad ist es
für Nicht-Fahrradfahrer wie uns doch ein bisschen anstrengend gewesen. Rein vom Schiff wären es 2,4 Kilometer gewesen, zu Fuß hierher. Das habe ich mal geschaut gehabt, ob sich's jetzt lohnt oder nicht. Also ich glaube, ja, wir bräuchten es jetzt nicht. Ich kenne zwar die Geschichte dahinter nicht, aber sieht toll aus. Aber dann 2,4 Kilometer hierher laufen und wieder zurück. Mit dem Fahrrad war es okay, aber ich bräuchte die versandete Kirche nicht nochmal. Ja, jetzt geht's wieder zurück. Fahrrad abgeben und dann zurück zum Schiff. Wir haben die Fahrräder wieder sicher behalten, abgegeben. Wir sagen danke fürs Ausleihen. Und jetzt geht's zu Fuß zurück zum Cruise Terminal. Und ja, dann erleben wir noch ein bisschen was auf der AIDA. War auf jeden Fall eine gelungene Fahrradtour. Hallo Möwe. Moin, moin. Na? Au. Aber du weißt, die sind gefährlich, ne? Ui. Die sind richtig aggressiv. Au. Ja, die Mülleimer, die sind richtig aggressiv hier. Das ist richtig blöd. Da gibt's frischer Fisch. Frischer Fisch. Der Fresh Fisch. Oder Friske Fiske. Frisk Fisk. Ja. Das Löwenzahn ist ganz alt. Cool. Cool. Oh, guck mal, was da kommt. Elias, kommst du her? Oh, da drüben steht sie. Unser Wohnbunker. Ja, das sieht schon aus wie so ein Klotz. Aber ja, es ist ja auch ein bisschen ein Klotz. Aber ein schöner Klotz. Denn für ein Problem? Wir haben keine Bordkarte. Die habe ich. Wir kommen tatsächlich nicht rein hier. Ja. Wenn mit den Bordbändern kommt er nicht an Bord. Ihr braucht die Karte. Danke. Yeah. Und zurück an Schiff. Zurück an Schiff, zurück an Bord, meine ich doch. Oh. An Bord. Komm. An Bord, da macht man Sport. Nee, lieber nicht. Könnt ihr euch ein bisschen beeilen? Ja, Mama hat Hunger. Ah, oh. Oh, ja noch. Jetzt gehen wir an Bord. Zweiter dänischer Hafen. Juhu. Genau. Genau, wir sind jetzt zurück von unserem Tag in Skagen. Ja, er war auf jeden Fall anders als geplant. Unverhofft, ja. Kommt oft. Genau, weil eigentlich wollten wir ja ein Taxi fahren. Oder den Shuttlebus. Ja, sind wir halt mit dem Fahrrad gefahren. Genau. Mama, wie hat es dir gefallen? Erzähl mal, was war dein Highlight? Also es war heute ein richtig toller Tag. Wir sind schon, ich glaube fast Jahre, nicht mehr mit dem Fahrrad gefahren. Und tatsächlich war das heute dann einfach mal wieder toll. Ich meine, hier in Dänemark oder jetzt speziell in Skagen ist halt alles eben. Von daher hat es auch Spaß gemacht. Und es war einfach ein toller Tag. Wir haben heute wieder so viel erlebt. Wir sind mit dem Sandwurm gefahren. Ja. Genau. Wir haben uns die Stadt Skagen angeschaut mit dem Fahrrad. Genau. Und es war einfach toll. Genau. Also es war einfach wieder alles in allem ein toller Tag. Und mir hat am besten tatsächlich gefallen, dass ich mit dem Elias zusammengefahren bin. Und dann einfach eine Fahrradtour mit der Familie zu machen. So, was hat denn dir am besten gefallen, Elias? Auch alles wie bei der Mama. Auch alles wie bei der Mama, okay. Ja, also. Und der Leuchtturm. Oh, der Leuchtturm. Stimmt.
Der war auch toll von außen zum Anschauen. Fahrrad zu fahren. Zum Hochgehen war er ja ein bisschen teuer, der Leuchtturm. Ja, mir hat auch die Kombi wirklich gefallen, das Fahrradfahren. Was ich jetzt nicht gebraucht habe, war diese weiße Kirche. Ich weiß es schon gar nicht mehr, wie sie heißt. Die versandte Kirche. Genau, das bräuchte ich jetzt nicht mehr. Ansonsten, ja, war es wirklich ein schöner Tag. Und wenn wir mal wieder hier ins Gargen sind, dann gucken wir mal, was wir dann erleben können. Es war auf jeden Fall ein schöner Tag. Außer diesem Landgang, den ihr jetzt vielleicht gesehen habt, erleben wir ja noch ganz viel weiteres hier auf AIDA Nova. Ich verlinke euch mal den Tagesvlog. Schaut mal auf dem i vorbei. Und dann könnt ihr auch mal sehen, was wir so an Bord der AIDA Nova alles erleben. Ihr wisst, wie immer, wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert da gerne den Kanal. Und was macht ihr noch, Mama? Ihr klickt die Glocke, damit ihr nichts mehr von unseren tollen Freizeiten verpasst. Genau. Die genau. Euch wertvolle Tipps bringen können. Ja, genau. Oder euch zumindest unterhalten. Oder das, hoffentlich. Zum Schluss, ihr wisst, wie immer, die nächste Freizeit kommt bestimmt. Bis bald, euer Simon, eure Tamara und Elias. Tschüss.